Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich einen Booktag für euch. Und zwar nennt er sich Rapid Fire Booktag von Girl Reading auf YouTube ins Leben gerufen. Und es ist ein kurzer Tag, den ich jetzt beantworte. Und die Fragen sind auf Englisch. Die versuche ich jetzt mal sozusagen fließend ins Deutsche zu übersetzen. Und für euch zur Info, da waren noch so zwei, drei Fragen mehr drin, als ich jetzt beantworten werde, die sich aber sehr mit dem Mein Sub kommt zu Wort-Tag überschnitten haben, den ich ja neulich erst beantwortet habe. Und das fand ich dann ein bisschen langweilig, die gleichen Antworten im Grunde zu geben. Aber lass uns direkt loslegen. Schnelle Fragen, los geht's. Die erste Frage ist E-Book oder physisches Buch? Schwierig. Ich würde E-Book ist praktischer und günstiger. E-Book. Taschenbuch oder gebundenes Buch, da ist auch schwierig. Im Regal sieht so ein gebundenes Buch natürlich viel schöner aus, aber es ist natürlich ein bisschen unpraktischer in der Hand. Ich sag mal Taschenbuch, weil es ist irgendwie praktischer und meistens auch günstiger. Insofern, ich sage jetzt einfach mal Taschenbuch. Online oder im richtigen Buchladen einkaufen. Ich mache es meistens online, bin aber jetzt dazu übergegangen, zumindest bei meinem liebsten Buchladen online die Bücher zu bestellen. Hat den gleichen oder hat, macht keinen Unterschied zu Amazon, nur dass ich eben dann die den lokalen Buchhandel unterstütze. Trilogien oder Reihen. Also ich glaube, ich habe es lieber, wenn es eine Trilogie ist und wenn man weiß, dass es abgeschlossen ist. Reihen können teilweise echt sich lang hinziehen. Helden oder Bösewichte? Ich glaube, Helden. Ein Buch, das du jedem zu lesen geben möchtest am liebsten? Der Sohn der Schatten von Julie Maria. Das ist tatsächlich ein sehr altes Buch, aber es ist einfach, ich liebe es. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch und es ist einfach so dieses Gute in den Menschen kitzelt das so hervor. Also sie glaubt, glaube ich, echt an das Gute im Menschen und es ist eine spannende Geschichte, es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber nicht zu kitschig. Einfach so ein klassisches Abenteuer irgendwie. Also deswegen würde ich das nennen. Ich empfehle ein Buch, was unterschätzt wird. Da würde ich sagen, welches Buch ist unterschätzt? Also ich weiß nicht, ob es unterschätzt wird, aber auf jeden Fall wird es nicht häufig genug zur Hand genommen und deswegen habe ich mich jetzt entschieden für Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. Das ist ein Buch, wo man die Beschreibung zu liest und sich denkt, so, um Gottes Willen, was zum Teufel? Das ist halt eine total abgedrehte Geschichte irgendwie. Und trotzdem schafft es die Autorin, da so viel Herzblut und Wärme reinzupacken und diese Charaktere so toll irgendwie darzustellen, dass man sich total verliebt. Und vor allen Dingen auch, dass es einfach alles plausibel wird, was dort eben an komischen Elementen gezeigt wird. Also beispielsweise, da geht es eben um solche, ja, wie so Seepferde, die aus dem See halt, oder aus dem Meer halt kommen. Und eine Insel, eine fiktive, wo es eben, wo die Leute jeden November oder so halt so ein Rennen mit diesen wirklich sehr gefährlichen Seepferden veranstalten. Die sind auch sehr groß, eine Mischung aus halt Seepferden und normalen Pferden und irgendwie so ein Fabelwesen im Grunde. Und die sind halt extrem aggressiv und kommen eigentlich aus dem Meer, um eben Menschen zu fressen. Und das hört sich, wie gesagt, erstmal total bekloppt an, aber die ganzen Charaktere sind irgendwie so toll und so gut geschrieben, dass auch die Beschreibung sozusagen von diesen Seepferden irgendwie plausibel dann wird. Deswegen also auf jeden Fall ein unterschätztes Buch, insofern als dass wahrscheinlich jeder, der die Beschreibung liest, erstmal denkt, gefällt mir bestimmt nicht. Deswegen ist das meine Antwort dazu. So, dann haben wir hier das merkwürdigste, mit dem du, oder das merkwürdigste Ding, mit dem du jemals das Lesezeichen ersetzt hast, weiß ich gar nicht. Also ich benutze relativ wenig Lesezeichen. Ich benutze meistens Postkarten, auf die ich dann auf der Rückseite halt, wenn ich fertig bin mit dem Buch, den Titel und die Seitenanzahl hinschreibe. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und immer wenn die Postkarte quasi wieder voll ist, dann wird sie eben an diese ewig lange Schlange an
bereits gefüllten Postkarten dran geheftet. So ist es manchmal ganz lustig, dann, was weiß ich, ins Jahr 2003 zurückzugucken und zu schauen, was ich da so alles für komischen Kram gelesen habe. Aber sonst, da, weiß ich nicht, ein Taschentuch oder so vielleicht. Also, was man halt so manchmal da hat, aber jetzt nichts übelst Merkwürdiges eigentlich. Gebrauchte Bücher, ja oder nein? Ja. Ausleihen oder kaufen? Meistens kaufe ich, aber ich habe auch viele nette Menschen, die mir ihre Bücher anvertrauen, unter anderem meine Mutter, Freundinnen, meine Schwester. Insofern kriege ich auch genug ausgeliehene Bücher und versuche die dann auch möglichst eher zu lesen als die, die ich mir selber gekauft habe, weil man ja dann doch auch selber, wenn man Sachen verleiht, sie gerne schnell zurückhaben möchte. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Was ist dir wichtiger, Charaktere oder die Handlung? Oh Mann, Leute, eigentlich beides, ne? Also ich glaube, fast Charaktere sind mir ein bisschen wichtiger. Aber es muss irgendwo beides da sein, damit es nicht kacke wird. Das ist halt echt so. Lange oder kurze Bücher. Früher mochte ich lange besonders gerne. Ja, weil ich einfach wahnsinnig viel Zeit zum Lesen hatte. Mittlerweile stehe ich eher auf die kürzeren Bücher, weil dann der Erfolg größer ist, dass man dann doch eins beendet hat. Lange oder kurze Kapitel. Ich finde mal, wenn es relativ kurzes Kapitel ist, dann liest man auch mehr, weil man irgendwie oftmals dann vielleicht auch über Cliffhanger innerhalb der Kapitel irgendwie mit rübergezogen wird. So. Wenn so ein Kapitel so richtig lang ist, dann schreckt das manchmal auch ab. Also eher kurze. Jetzt kommt noch, nenne die ersten drei Bücher, an die du denkst. Das ist ja wundervoll. Ich denke an Der Marmorkuss von, ich glaube, Jennifer Benkow. Das steht hier schon ewig auf dem Regal und es ist so hübsch. Und ich habe es von der Frankfurter Buchmesse mal gekauft und würde es so gerne mal lesen. Ich denke an Die Illumina-Akten von Jake Kristoff und Amy Kaufman, was ich als relativ frisches Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe und was einfach auch ein sehr langes Buch ist und ein sehr interessantes Buch und bin ich mal gespannt, wann ich dazu komme. Und dann vielleicht an Harry Potter von J.K. Rowling, weil das geht immer. Bücher, die dich zum Lachen oder zum Weinen gebracht haben, was mag ich lieber? Ich bin eigentlich, ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es so ein bisschen tragisch ist, wenn man so ein bisschen, wenn es nicht einfach ist für die Leute. Das ist doch irgendwie das, was Würze reinbringt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal zum Weinen, weil ich auch relativ wenig Bücher lese, wo der Humor, finde ich, ist halt immer was Schwieriges, also wo man wirklich zum Lachen gebracht wird. Das ist halt selten. Und manche Sachen sind dann, empfindet der eine als platt und der andere als total passend und perfekt. Insofern gibt es, glaube ich, wenig Bücher, die überhaupt versuchen, lustig zu sein, weil sie eh schon wahrscheinlich wissen, so bei der Hälfte wird es funktionieren, bei der anderen Hälfte nicht. Insofern sage ich mal zum Wein. Unsere Welt oder eine fiktionale Welt? Und da ich aus dem Fantasy-Bereich komme, hätte ich jetzt eher gesagt, eine andere Welt. Wobei ich eigentlich auch schön finde, wenn es unsere Welt ist, aber mit so einem magischen Überbau. Aber ich sag mal fiktionale Welt, zum Beispiel George R. R. Martins Reihe finde ich super. Das ist ja auch nicht hier bei uns auf der Erde, obwohl es vielleicht so wirken kann. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er auch irgendwo versteckt hat, dass nach mehrere Monde oder sowas am Himmel sind, beziehungsweise es muss auf jeden Fall ein anderer Planet als die Erde sein, weil die ja diese langen Jahreszeiten haben. Das heißt, irgendwas stimmt in der Planetenkonstellation, ist nicht so wie bei uns auf der Erde. Und da bin ich mir erst so, weil vorher denkt man vielleicht, naja gut, ist vielleicht irgendwie historisch oder keine Ahnung, eine alternative Welt, aber bei uns, aber ich glaube, das irgendwo gelesen zu haben, dass ja, diese ganze Jahreszeitenverschiebung und wie gesagt, ich glaube auch zwei Monde hat er irgendwo in den Büchern zumindest beschrieben. Das kann nicht unser Planet sein. Nur mal so als Randnotiz. Was haben wir hier? Hörbücher ja oder nein? Ja, jeder, der mich kennt, weiß definitiv ja. Ich höre mittlerweile ja, bis zu 55% eigentlich meiner Bücher jedes Jahr als Hörbuch. Super praktisch. Beurteilst du jemals das Buch nach seinem Umschlag? Ja. Auf jeden Fall. Also wenn es ein schönes Buch ist, dann greift man eher nochmal da zu und guckt sich eben die Inhaltsbeschreibung an. Schlussendlich
kaufe ich aber selten Bücher nur nach dem Cover, sondern es ist tatsächlich sehr, ja, geschichtenbezogen sozusagen. Oh ja, und eher selten tatsächlich einfach nur wegen des Covers. Was magst du lieber, Buchadaption als Film oder als TV-Serie? Als Film finde ich immer ein bisschen schwierig, weil meistens ist es nicht so gut wie das Buch selber. Serien haben da den Vorteil, dass sie auch mal länger Zeit haben, die Geschichte zu erzählen. Das finde ich sehr positiv. Aber auch da merkt man, dass gerade bei Serien finde ich in letzter Zeit recht schlimm, dass diese Profitgier einfach unglaublich klassisch dann ist. Das heißt, es fängt wahrscheinlich meistens recht nah an der Vorlage an. Dann fängt's, und dann merken wir irgendwann, oh, wir verdienen ja einen Haufen Geld damit. Alle Leute sind Fans und finden es ganz toll. Fangen dann an, irgendwie rumzustreunern, sage ich jetzt mal, und sich neue Handlungsstränge auszudenken, die es im Buch gar nicht gab, oder irgendwelche Sachen hinzuzufügen und oder zu abzuändern. Ja, ich weiß, es ist ein anderes Medium, aber die Geschichte sollte zumindest die gleiche bleiben. Also, weiß ich nicht. Das finde ich immer nicht so schön, weil ich immer denke, okay, das ist eigentlich nur Profitgier, die da eine Rolle spielt und nicht unbedingt, ja, die Reihe oder die Serie braucht gar nicht so lang zu sein, aber ist es halt, weil sie merken, dass sie damit viel Kohle verdienen und dann hat man irgendwann, kriegt man die Kurve vielleicht auch nicht mehr sozusagen, das alles so rund abzuschließen und das macht es eigentlich nicht besser. Also grundsätzlich Serien, aber Verfilmung ist halt immer so eine Sache. Gibt es denn einen Film oder eine TV-Show, die ich besser fand als das Buch? Und da kann ich tatsächlich, jeder wird mich schlagen, aber der Herr der Ringe nennen. Ich habe das Buch damals tatsächlich gelesen, bevor der erste Film ins Kino kam. Ich glaube sogar, weiß ich nicht, war vielleicht in der Mitte des zweiten Buches sozusagen, als ich den ersten Film gesehen habe. Und dann habe ich den Rest eben noch dahinterher gelesen, bevor der zweite Film rauskam. Und alter Falter, es tut mir leid, aber es ist unfassbar langweilig gewesen. Tut mir wirklich leid für alle, die das wirklich sehr gerne mochten. Die Geschichte selbst ist toll. In den Büchern, in den Filmen finde ich, ist es auch kompakt und gut abgehandelt. Man weiß, wer wer ist. Man hat dieses Gefühl von Abenteuer und gehetzt werden und von dem Sinn des Ganzen. Und die Bücher waren einfach sehr altmodisch von der Sprache her. Super lange in die Länge gezogen. Kann ich mich jedenfalls von damals noch dran erinnern. Das ist schon sehr lange her. Aber das hat mir wirklich nicht gut gefallen und ich hatte halt den direkten Film-Buch-Vergleich und muss echt sagen, die Filme sind deutlich actionreicher und nicht so langweilig wie die Bücher, finde ich. So, mag ich lieber Serien oder Einzelbände? Weiß ich nicht. Also, ich glaube Einzelbände, weil bei Serien ist es halt ganz häufig so, dass entweder verrennen die sich, wie gesagt, irgendwo zwischendurch und man hat so gar nicht das Gefühl, dass es einen Anfang und ein Ende hat, oder es ist halt oft so, dass zum Beispiel bei Trilogien der Mittelband einfach total schlecht ist. Das heißt, der Auftaktband ist super und dann geht's abwärts. Ja, deswegen würde ich fast sagen, lieber Einzelbände. Das war der BookTag, Rapid Fire, mehr oder weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.